Also ist doch noch nicht alles verloren. So, ich würde sagen, wir schlafen mal eine Nacht drüber. Sehen wieder die komischen Zeichen. Wie in jeder Nacht. Hoch. Noch früher als sonst, Doc. Ich würde das gerne so schnell wie möglich hinter mich bringen. Wenn Sie es sagen. Seien Sie nicht so niedergeschlagen, Mr. Miles. Heute ist ein historischer Tag, Ja. an den man sich noch Alter, was er für erinnern ein breites Maul hat, ne? wird. Einige von uns, zumindest. Das ist voll heftig, er hat voll den breiten Mund. So. Knallen wir uns rein. Bevor es allerdings jetzt losgeht mit dem letzten Erinnerungsabschnitt hier, Gedächtnisabschnitt 7, würde ich sagen, ich mache die kurze Pause. Ja, ich mache jetzt eine kurze Pause und dann sehen wir uns gleich genau hier wieder. Ciao. So, und da bin ich wieder zurück. Ich würde sagen, wir setzen fort, gehen zu Al-Mualim und verpassen ihm ein Das paar. Kurzschwert ist am besten geeignet, schnell mehrere Und Gegner sprinten hier eben anzugreifen. durchs Nichts. Woo! Was Okay. ist geschehen? Wo sind alle hin? Den Meister zu sehen. Waren es Templer? Haben sie angegriffen? Sie folgen dem Weg. Welchem Weg? Ach. Wovon redet ihr? Dem Weg zum Licht. Und das wurde ja Sprechen klar. gesagt, dass Es gibt sie dann nur, was der praktisch Meister kontrolliert werden uns können. zeigt. Das ist die Wahrheit. Ihr seid von Sinnen. Auch ihr werdet dem Weg folgen oder vernichtet werden. So befiehlt es der Meister. Es war Al-Mualim, oder? Was hat er euch angetan? Preiset den Meister, denn er führte uns zum Licht. Alles klar. Sind hier alle ein bisschen abwesend, weil Al-Mualim sie kontrolliert. Ja, leider auch die Soldaten, sag ich mal. Das heißt, auch die Dem müssen wir Willen des bekämpfen. Meisters muss Folge geleistet werden. Alles klar. Ja, ich hatte übrigens eben noch mal nachgeguckt. Oh. Okay. Okay. Ich hatte. Ja. Ja, was ich sagte, ich hatte eben noch mal nachgeguckt im Internet wegen den E-Mails, die man lesen kann. Da habe ich offenbar fast alle verpasst. Verpiss dich! Zack. Nein, nicht zweimal hier. Scheiße. Da hatte ich zu früh, gekontert. Scheiße, schon wieder. Bam! Yay! Er folgt nicht dem Weg. Nicht entkommen. Vernichtet ihn. Alter Schwede, wie viele das sind. Ich muss hier erstmal weg vom Abgrund. Ich hol ich mir. Und zack. Ah, oh, das ist scheiße. Okay. Wurfmesser. Ah, er wirft auch mit einem Arm mit. Oh, wie er grinst. Ja, wir haben Hilfe bekommen letztendlich. Okay. Doch noch nicht. Jetzt. Ihr habt euch eine gute Zeit ausgesucht. So scheint es. Seid auf der Hut, Freund. Al-Mualim hat uns verraten. Ja. Ebenso wie er seine Templerfreunde verriet. Woher wisst ihr? Nach unserem Gespräch kehrte ich in die Ruinen unter Salomons Tempel zurück.
Robert hat Tagebuch geführt. Jede Seite eine neue Enthüllung. Was ich lesen musste, brach mir das Herz. Aber es öffnete auch meine Augen. Ihr hattet recht, Altair. Der Meister hat uns nur benutzt. Wir sollten das Heilige Land nicht retten. Wir sollten es ihm ausliefern. Wir müssen ihm Einhalt gebieten. Seid vorsichtig, Malik. Was er den anderen tat, wird er auch uns tun, sobald er kann. Haltet euch fern von ihm. Was schlagt ihr vor? Mein Schwertarm ist noch stark und meine Männer immer noch die meinen. Es wäre ein Fehler, uns abzuweisen. Dann lenkt seine Lakaien ab. Greift die Festung von hinten an. Wenn ihr sie von mir ablenkt, kann ich vielleicht zu Al-Mualem durchdringen. Ich tue, was ihr verlangt. Diese Männer, sie sind nicht sie selbst. Wenn ihr es vermeiden könntet, sie zu töten. Ja. Nur weil er die Gebote der Bruderschaft verraten hat, müssen wir das nicht auch tun. Ich tue, was ich kann. Mehr verlange ich nicht. Friede sei mit euch, mein Freund. Eure Anwesenheit hier wird Frieden bringen. Alles klar. Die sind wenigstens noch auf unserer Seite. Haben wir nicht nur Feinde gegen uns. Allerdings wäre das auch nicht schlimm. Jetzt sind wir eh alle ab. Das Tor ist zu. So viele Unschuldige. Ich muss aufpassen, dass ich ihnen kein Leid zufüge. Ich schub's einfach alle beiseite. So. Und durch bin ich. Und jetzt geht's in den Garten. Ich bin ruhig. Was geht vor? Ah, der Schüler kehrt zurück. Ich war nie fürs Davonlaufen. Und nie fürs Zuhören gleichwohl. Deshalb lebe ich noch. Was soll ich mit euch machen? Lasst mich gehen. Oh, alter ihr. Ich höre den Hass in euren Worten. Spüre seine Hitze. Euch gehen lassen? Das wäre unklug. Warum tut ihr das? Ich fand Beweise. Beweise für was? Dass nichts wahr ist und dass alles erlaubt ist. Kommt, vernichtet den Verräter. Stoßt ihn aus dieser Welt. Oha, jetzt geht's nochmal gegen alle Endbosse, aber das sind alles Bobos. Zack, zack. Denn sie sind nur verwandelt. Und vom Aussehen her sehen sie so, also vom Aussehen her sehen sie so aus, genau. Nein, sie sehen halt so aus wie die Ziele, die Attentatsziele, aber es sind eigentlich nur Assassinenlehrlinge. So, Al-Mualem. Noch irgendwelche Tricks? Oder habt ihr einen? Ich habe vor tausenden Männern gestanden. Jeder davon euch überlegen. Und sie alle sind gestorben. Durch meine Hand. Ich habe keine Angst. Beweist es. Was sollte ich fürchten? Seht nur, über welche Macht ich verfüge. Oh, so ein Babuschka-Trick. Na, der von Tenshin Han. Haha, am Arsch. So, ich glaube, ich weiß noch, wie das mit dem Kampf war. Also, wie der Bosskampf ablief. Zum Großen und Ganzen. Habt ihr noch ein letztes Wort? Ihr habt mich belogen. Nanntet Roberts Ziele schändlich, während ihr dieselben verfolgtet. Ich konnte nie besonders gut teilen. Ihr könnt nicht obsiegen. Andere werden die Kraft haben, euch zu widerstehen. War wohl ein Einzelkind.
Und solange Menschen einen freien Willen haben, sein Fusselbart. Kann es keinen Frieden geben. Ah, witzig. Den letzten, der so sprach, habe ich getötet. Kühne Worte, Junge. Aber nur Worte. Dann lasst mich gehen. Ich lasse Taten folgen. Sagt mir, Meister, was macht mich anders als die anderen? Warum durfte ich meinen Verstand behalten? Wer ihr seid und was ihr tut, ist zu stark verflochten. Euch des einen zu berauben, hieße mir das andere nehmen. Und diese Templer mussten sterben. Aber die Wahrheit ist, ich versuchte es. In meiner Kammer, als ich euch den Schatz zeigte. Aber ihr seid nicht wie die anderen. Ihr habt die Illusion durchschaut. Illusion? Mehr ist es nie gewesen. Dieser Templerschatz, dieser Edensplitter, dieses Wort Gottes. Versteht ihr nun? Das Rote Meer wurde nie geteilt, Wasser nie in Wein verwandelt. Nicht die Machenschaften Eris lösten den Trojanischen Krieg aus, sondern das. Illusionen, allesamt. Was ihr plant, ist nicht weniger eine Illusion. Menschen gegen ihren Willen zu zwingen, euch zu folgen. Ist es denn weniger real als die Phantome, denen die Sarazenen und Kreuzfahrer folgen? Diese feigen Götter, die die Welt im Stich lassen, während die Menschen sich in ihrem Namen gegenseitig dahinmetzeln. Sie leben bereits in einer Illusion. Es ist einfach, ihnen eine andere zu geben. Eine, die weniger Blut fordert. Wenigstens folgen sie diesen freiwillig. Tun sie das? Abgesehen von einigen Bekehrten und Ungläubigen? Das ist Unrecht. Ah, nun hat euch die Logik verlassen. Stattdessen gebt ihr euch Gefühlen hin. Ich bin enttäuscht. Was wird nun also geschehen? Ihr werdet mir nicht folgen und ich kann euch nicht zwingen. Und ihr weigert euch, die teuflischen Pläne aufzugeben? Dann scheint es, als steckten wir in einem Engpass. Nein, wir sind am Ende. Ah, ich werde euch vermissen, Alter, ihr. Ihr wart mein bester Schüler. Okay. Blind, Alter, ihr. Wo ist er? Die ganze Zeit über blind. Und werdet es immer sein. Wo ist er? Warte, wo ist er hin? Verflucht nochmal, wo ist er denn hin? Ich sehe ihn nicht. Hä? Bin ich jetzt blind? Blöd oder beides? Er muss hier doch irgendwo sein. Da. Haben wir ihn doch. Alter, Monster leckt gerade. Moment. So, wieder da. Meine Klinge sieht für mich, Al-Mualem. Sie durchschneidet die Dunkelheit. Oh geil, Pflanze hochgelaufen. Da ist er. Der soll mal nicht so große Töne spucken. Ich habe ihn gleich erledigt, hoffe ich. Da unten. Ach, wenn ich schon hier bin. Nein. Bam! Achso. Wo ist er? Liegt er hier nicht mehr? Ah nee, genau. Nee, Moment mal. Der liegt da doch noch. Natürlich liegt er da noch. Da ist er. Oh, Frechheit. Frechheit!
habe ich ihn mit der Klinge gekontert. Unmöglich. Der Schüler kann den Meister nicht besiegen. Nichts ist wahrhaftig. Alles ist erlaubt. So scheint es. Ihr habt gesiegt. Geht und nehmt euren Preis entgegen. Ihr habt mit dem Feuer gespielt, alter Mann. Es hätte zerstört werden sollen. Das einzige Zerstören, das die Kreuzzüge beenden und wahren Frieden schaffen kann? Niemals. Dann tue ich es. Das wird sich zeigen. Das klang gerade fett. Ich richtete mein Herz darauf zu erkennen, Weisheit, Torheit und Narretei. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Wind war. Denn in der ganzen Weisheit ist viel verloren. Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt das Leid. Oh ja. Zerstört es, wie ihr gesagt habt. Ich kann es nicht. Oh, ihr könnt, alter ihr. Aber ihr werdet nicht. Oh Mann. Tja, was haben die Punkte wohl zu bedeuten? Ich weiß es selber noch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir haben es. Ich weiß es wirklich nicht, aber das wird sich sicherlich im zweiten, dritten Teil aufklären, will ich zumindest hoffen. Ansonsten wäre ich ziemlich stinkig auf Ubisoft. Was war das, verdammt? Und? Wir haben die Karte. Wie viele? Mindestens ein halbes Dutzend. Wir brauchen sie nicht alle. Wir sollten auch einen gewissen Schwund voraussetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch alle funktionieren. Wenigstens zwei befinden sich auf Landmassen, die es gar nicht mehr gibt. Wir schicken Teams zu allen Standorten und finden es heraus. Immerhin brauchen wir nur einen. Und der Rest? Sammeln Sie die ein. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein verdammter Überlebender, der in der neuen Welt Ärger macht. Der Assassine? Wir haben, was wir brauchen. Töten Sie ihn. Halt! Sie wissen, wie die Dinger funktionieren. Wir können da nicht einfach reinspazieren. Was meinen Sie? Wir könnten ihn noch brauchen. Seine Erinnerungen. Ich empfehle, ihn festzuhalten, bis wir sicher sind, dass uns an den Fundstellen keine Überraschungen erwarten. Das ist Zeitverschwendung. Sie haben es doch selbst gesagt. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Also gut. Stellen Sie sicher, dass wir ihn nicht mehr brauchen. Dann töten Sie ihn. Gut. Untergraben Sie meine Autorität nicht. Ich habe Ihnen den Arsch gerettet. Gehen wir. Wir haben noch viel zu tun. Machen Sie es sich nicht so gemütlich. Wir kommen bald genug auf Sie zurück. Oh ja. Oh ja. Und was zum Teufel ist das? Oh ja. Das Adlerauge. Welches man mit E aktivieren kann. Ein oder zwei Sachen kenne ich davon sogar noch. Die kann ich... Ich muss nur mal eben gucken, wo die waren und was die waren. Ich glaube, die waren... Wo waren die? Genau, dort einmal und dort. Hier. Das war, glaube ich... Genau, da steht, they drained my soul and made it theirs. I drained my body to show you where I saw it. Ja, ich glaube, das war es auf Deutsch übersetzt in etwa so viel, sie haben, ja, meine Seele übernommen, geklaut, geraubt und sie zu ihrem gemacht. Und dann, ich habe meinen Körper verflüssigt, also halt wahrscheinlich mit Blut geschrieben hier, wenn ich das jetzt so richtig übersetzt habe. Oh ja, und da unten steht ein Datum, 12.21.2012, also nach englischer Schreibweise der 21.12.2012, laut dem Maya-Kalender der Untergang der Welt, werden wir ja sehen. Und da drüben gab es noch was.
wie der das hier alles bei der Überwachung hinbekommen hat. Das war übrigens mein Vorgänger, den sie vor mir da hatten, Subjekt 16 oder 18. Naja. Ups. Genau, hier steht, Artifacts sent to the skies to control all nations to make us obey a hidden crusade, do not help them. Also zu Deutsch, Artefakte werden in den Himmel geschickt, um alle Nationen zu kontrollieren, um uns einen versteckten Kreuzzug folgen zu lassen, und dann noch helft ihnen nicht. Also, wenn man eine E-Mail gelesen hat, die ich natürlich nicht gelesen habe, dann weiß man, dass Abstergo irgendwie plant, oder in einer E-Mail steht, ist von einem 21. als Start. Also am 21. soll etwas gestartet werden. Und da wollen sie einen Satelliten ins All schicken. Da, ne? Artifact sent to the sky, also mit einem Artefakt an Bord, um halt alle zu kontrollieren. So, war hier irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. Ne, hier war nichts. Aber hier war über dem Bett, und das war auch das, was wir immer im Schlaf gesehen haben. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Wie ist das Blut? Wen zum Teufel haben die vor mir hier festgehalten? Und was ist mit ihm passiert? Japanische Schriftzeichen, chinesische haben wir was da. Was hat das zu bedeuten? Oh ja, wer weiß. Alles klar, das war Assassin's Creed. Ich hatte das Spiel ja schon mehrfach gespielt, von daher war es leider kein Blind. Das zweite wird zum Großteil leider auch kein Blind-Let's Play sein, sondern eher ein Halbblind. Also ich habe 17 Stunden Spielzeit oder so hatte ich da, und dann habe ich aufgehört, das zu spielen. Ich werde es jetzt das erstmal komplett durchspielen. Und natürlich Brotherhood und Revelations auch, die ich noch gar nicht kenne. Den dritten Teil werde ich auch Let's Playen, oder der wird wahrscheinlich schon Let's Played sein, weil ich wahrscheinlich die Reihenfolge etwas umdrehen muss. Ja, zum Spiel selbst, also ich finde es immer wieder geil, es zu spielen, es ist spannend, es hat eine packende Story, spannend, die Musik ist genial, der Soundtrack, die Ost, da kann man gar nichts gegen sagen. Auch so ein bisschen mit den Verschwörungstheorien ist saumäßig interessant, und gerade Templer und sowas, das ist ja sowieso immer spannend ohne Ende, finde ich zumindest. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf Teil 2 und die folgenden Teile. Und ja, mehr gibt es an der Stelle auch nicht von mir zu sagen. Der Abspann bleibt wie immer mit drin. Viel Spaß damit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.